So, wir sind jetzt in einer Bar und Kaffee und ich möchte jetzt Rollenspiel, eine Rollenaufgabe mal erklären. Aus einer Distanz, wo man sich die Hand gibt. Okay? Das ist jetzt die Distanz. In dem Gespräch bewegen wir uns jetzt. Er macht mich jetzt an. Ich darf jetzt nicht dastehen, wie ich hätte mich abgerufen, sondern ich muss gucken, dass ich den Fuß vorne habe, dass er mir nicht zwischen die Beine fehlt. Das ist die Regel Nummer 1. Okay? Batsch. Die Arme verschränke ich vor. Wenn ich unten bin und der Hauptmann rein, das Gesicht mit der Schnur, habe ich keine Reaktionszeit. Wie jetzt von hier. Wenn ich von da starte, kann ich was machen. Aber auf der Distanz ist es schwierig für mich. Deswegen habe ich die Arme verschränkt vorne, dass ich nach vorne springen kann. So, greifst du mich jetzt an? Ja? So, gehe ich ran. Meine Idee ist, ich öffne erstmal. Egal wie du kommst, komm direkt mit. Mach mal alle Distanzen mal durch. Ja? Das wäre das eine. Dann habe ich dich gleich. Das wäre Nummer 2. Nummer 3, du greifst meine Handgelenke. Gut, jetzt. Er hat richtig viel Power, er hat meine Arme richtig fest. Ich gehe jetzt in die Position und drücke nur seine Hände runter. Und habe ihn hier. Puh. Ja, nochmal vorne. Mach dich. Klack. Ellbogenstoß. Das war jetzt nur ein Halten. Dann greift er meine Handgelenke wieder und schiebt auf mich. Jetzt lasse ich nur die Arme fetzen. Und gehe wieder rein. Jetzt kann ich vieles machen hier. Das war jetzt beim Schubsen. Man hat ihn gegriffen und geschieden. So, Nummer 3. Gut, er hat meine Handgelenke und jetzt wieder ziehen. Jetzt gehe ich in die Position und beuge meine Ellbogen. Und jetzt gehe ich auf seine Brust. So, kannst du auch sehen. Hier auf die Brust. Dabei lässt er los automatisch. Und hier, boom, drückt raus. Man lässt er. Siehst, ich beuge. Klopf, Befreiung, drückt raus. Wenn er schnell macht einen Zug, beschleunigt er mein Gewicht auf sich. Wenn es richtig dumm läuft, siehst du nochmal, geht der Ellbogen aufs Brustbein. Das ist total schwer. Ja, kann ich hier auch unten greifen und boom, das mache ich. Und einschlafen. Dankeschön.